UFC-Federgewichtskampf bevor. Viele Kämpferinnen und Kämpfer sind ja Experten in einem Kampfstil. Nicht so er. Für ihn ist der Begriff Mixed Martial Arts wörtlich zu nehmen, denn er beherrscht wirklich alle Kampfstile. Ja, ich glaube, ausgewogen ist hier auch so ein Begriff, der für ihn wie die Faust aufs Auge passt. Er kann boxen, kickboxen, beherrscht den Bodenkampf. Einfach ein tolles Gesamtpaket. Wenn der ins Oktagon steigt, dann ist seine Strategie ziemlich eindeutig. Er wird versuchen, den Kampf irgendwie auf den Boden zu bringen, damit er seine überragenden Passing-Fähigkeiten in die Waagschale werfen kann. Absolut beeindruckend, wie schnell der am Boden die Position wechseln kann. Seine Vielseitigkeit ist immer wieder sensationell und das macht ihn natürlich auch so stark, so erfolgreich. Ja, das haben wir schon so oft gesehen. Den kannst du als Gegner einfach nicht ausrechnen. Wenn es ihm heute gelingt, den Kampf auf den Boden zu verlagern, dann könnte er leichtes Spiel haben. Denn seine Passing-Fähigkeiten, sein Talent am Boden, die Position zu wechseln, sind einfach überragend. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Federgewichtsfight. Beide Kämpfer sind ungefähr gleich alt, 2 Jahre Unterschied nur. Und beide mit ähnlicher Größe und Reichweite. Hören wir jetzt die Stimme des Octagon. Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Prudential Center in Newark, New Jersey. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 15 wins, 1 loss, and 1 no contest. He stands 5'8" tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Los Angeles, California, Brian T. City Ortega. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 22 wins, 1 loss. He stands 5'6" tall, weighing in at 145 pounds. Alexander the Great Volkanovski! You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves is ja, die machen gleich da weiter, wo sie gestern beim Wiegen aufgehört haben. Es kann losgehen. Ready. Es geht los hier im Prudential Center in Newark, New Jersey. Schöner rechter Hand, guter Treffer. Nur wenige können Brian Ortega im Boxen was vormachen. Er ist und bleibt einfach ein super Boxer. Und wieder ein Angriff, der genau da landet, wo er landen soll. Er ist wirklich extrem treffsicher. Und hier der Kick zum Körper seines Gegners. Oh ja, der hat gesessen. Er setzt hier den nächsten Schlag. Ja, macht er gut. Die linke geht daneben. Oh, der Uppercut kommt an. Da landet er den Jab. Ja, ein schöner Punch.
Es kommt wieder zum Clinch. Oh, schöner Block. Ja, und jetzt setzt er den Teil-Clinch an. Ja, ja, die Stöße von beiden Seiten. Ja, er vermeidet den Takedown. Oh, da befördert er seinen Gegner mit diesem Takedown zu Boden. Ja, wie schon so oft. Ein wirklicher Spezialist, wenn es um Takedowns geht. Er versucht aus der Halfguard. Er ist in der Vollguard. Ja, da setzt er zur Guillotine an. Er hat keine Chance mehr, gleich ist es soweit. Er zieht die Submission jetzt knallhart durch. Da zeigt er eine herrliche Kombination im Bodenkampf, im Ground and Pound. Zählt er wirklich zu den Besten der Welt? Ja, das kann ich nur bestätigen. Schön zu sehen, wie er sich hier vom Gegner löst, um sich den Freiraum zu schaffen, den er benötigt. Schön von unten gearbeitet. Was für ein Punch. Er ist wieder in der Vollgas. Er geht zum Kopf. Jetzt könnte die Guillotine kommen. Nein, das wird nichts mehr. Zu perfekt ist es am Mischen. Er windet sich raus. Starke Leistung. Kann er die Full Guard nutzen? Einfach ein großartiger Strike. Grandioser Punch, präziser geht es fast nicht. Krachender Kniestoß zum Kopf. Das war eine Runde voller Höhepunkte. Okay, Runde 2. Da täuscht er den Kick an. Treffer mit diesem Punch. Da kommt der Leg Kick. Er trifft mit der rechten. Da ist der Block gegen den Punch. Sein Kick landet hier genau im Ziel. Treffer, starker Kick zum Kopf. Direkt gestellt, voll an. Er steht wieder. Guter Kniestoß zum Bein. Ah, gute Arbeit gegen den Takedown. Er geht hier in den Muay Thai Clinch. Jetzt kann er hier seine Kniestöße voll einsetzen. Ja, diese Position ist immer sehr gefährlich, wenn du dich in der defensiven Position befindest. Vor allem deinen Kopf solltest du gut schützen, aber auch den Körper kannst du nicht so offen lassen. Da sehen wir den Over-Under im Clinch. Bin gespannt, wer hier als Erster angreift. Ja. Das sieht nicht gut für ihn aus. Er setzt zu einer Triangle an. Ah, die Armbar ist knallhart, das geht nicht mehr lange gut. So fassen. Er bekommt seinen Arm doch noch frei. Mal sehen, was er aus der Full Mount machen kann. Starke Befreiung aus der Full Mount. Schöne Bewegungen auf dem Boden. Ja, er geht voll auf den Körper. Ja, ja, da erwischt er ihn am Kopf. Er bleibt hier auf seinem Gegner, lässt ihn nicht entkommen und landet einige brutale Treffer. Ja, und er macht das
setzt sich so keiner Gefahr aus. Oh, ein schöner Schlag zum Kopf. Starke Arbeit von unten. Klasse Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Und jetzt geht er in die Full Mount. Er rettet sich aus der Full Mount. Guter Hüfteinsatz. Wow, was für ein Punch zum Kopf. Oh, der Positionswechsel geht schief. Gute Arbeit von unten, schöner Punch zum Kopf. Überzeugendes Ground and Pound hier. Starker Punch zum Kopf, so arbeitet man von unten. Da zeigt er sehr schöne Positionswechsel. Ja, sein Grappling hier am Boden ist wirklich sehr gut. Klasse Bewegung am Boden, gefällt mir gut. Wahnsinn, er hat ihn! Mit diesem Treffer kommt es da zu diesem Niederschlag. Sehen wir uns das nochmal aus diesem Winkel an. Hier der Punch und klar, das ist der Niederschlag. Wir kommen in die dritte Runde dieses Titelkampfes. Ja, ja, der kommt an. Was für ein toller Leckig. Er zeigt hier eine Reihe schöner Schläge. Ja, wirklich stark von ihm. Er sieht hier aus wie ein Profiboxer. Da ist er, der Takedown. Endlich, wird er sich vermutlich denken. Er hat es ja etliche Male versucht. Jetzt bin ich mal gespannt, was er aus dieser Position... Er versucht mit der Triangle, warum nicht? Ja, die Armbar ist klasse. Das muss jetzt der Sieg sein. Bei dieser Armbar. Ich war mir sicher, dass er abklopfen muss. Er versucht's aus der Side Control. Schön von unten gegen den Kopf gearbeitet. Okay, er geht in die Full Guard jetzt. Und damit macht er es seinem Gegner sehr schwer, hier Treffer zu landen. Mit den Hammerfist versucht er, den Kampf zu beenden. Ja, und ich denke, seine Chancen dafür stehen ganz gut. Er schmeißt ja hier wirklich alles an Power rein in diese Schläge. Er geht auf den Choke. Hat er heute Abend fantastisch gemacht. Er hat die Submission hervorragend angesetzt und sie dann blitzsauber zu Ende gebracht. Schöner Takedown. Gegen seine Submission am Ende war einfach nichts zu machen. Und jetzt freut er sich über den Sieg in diesem heutigen Kampf. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 9 seconds of round number 3. Declaring the winner by tap out due to an arm bar, Brian T. City Ortega! Wir sehen hier den strahlenden Sieger, der sich nach einer wunderbaren Submission hier feiern lässt. Ach, das darf er auch. Er hat hier den Bodenkampf gesucht, er hat ihn dominiert und sich den Sieg auch vollkommen verdient geholt.